Wehe, du sagst zu mir Ochsenkopf. Dann komme ich nämlich mit meinem Ochsenkopf. Und ich zeig dir jetzt, was dieses Beil kann. Hallo, willkommen, das ist der Rainer Rossen vom Survival Show bei Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Na, natürlich tue ich dir nichts, auch wenn du Ochsenkopf zu mir sagst. Das ist mir eigentlich relativ wurscht, ja. Das ist es nun, dieses Beil. Und das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und ich habe es in die Hand genommen und habe gesagt, irgendwie taugt es mir nicht. Und jetzt habe ich es wieder gesehen und habe mir gedacht, ich mache gemeinsam mit dir einfach einen Produkttest. Und ich habe es noch nicht im Einsatz gehabt. Kein einziges Mal, wirklich nicht, überhaupt nicht, nur angeschaut. Und teste das Ganze mit dir. Und da ich es, und das weiß ich jetzt schon, es mir nicht behalten mag. Nein, ich will es mir nicht behalten. Ich weiß auch schon warum, das verrate ich dir im Zuge des Videos. Werde ich es verlosen. Aber das siehst du am Ende des Videos, wie du dieses, genau dieses Beil hier gewinnen kannst. Aber ich würde sagen, jetzt legen wir mal los und hacken ein bisschen was. Ja, das Teil wird geliefert in so einer netten Lederscheide. Sehr wertig gemacht, da könnte man auch einen Gürtel drüber fehlen, aber um das geht es mir alles überhaupt nicht. Das Ding ist sauschwer, ja, weil es Vollmetall ist. Also das geht bis da hinten durch, das ist richtig, ja, ein richtig schweres Teil, aber... Ja, wie von Ochsenkopf zu erwarten, tut es natürlich, was es soll. Ich hatte schon mal, von Ochsenkopf habe ich auch eine Spaltaxt gehabt, aber ich hatte mal schon genau so ein Teil hier von irgendeiner amerikanischen Firma, ich weiß nicht mehr. Das ist ja schon sehr, sehr lange her, als ich das hatte. Und mit dem bin ich auch nicht warm geworden, so wie ich auch mit diesem Teil hier nicht hundertprozentig warm werde. Wobei man auch fair sein muss. Ja? Es funktioniert sehr gut, es hat eine tolle Spaltwirkung, einfach aus dem Grund... Ja, aha, da ist ein Ast, ein kostiger Ast, sowas. Das liegt wahrscheinlich an der Form des Axtkopfs. Das ist eben hohl ausgerichtet, das heißt, das dringt mal sehr tief ins Holz ein, wenn du voll drauf hast und erst dann geht es nach oben. Vielleicht wäre es schön für Spalten jetzt, ja, wenn es noch, aber wurscht, nein, ich halte schon das Maul. Ich bin schon ruhig. So, also Spalten geht wirklich sehr, sehr fein damit. Eine Sache, beim Arbeiten mit der Axt, weil wir letztes Mal auch wieder einen Unfall hatten mit der Axt, wenn man so ein kleines Teil hacken will und das bleibt einfach nicht stehen, dann bitte irgendwie mit einem Stock halten und dann erst draufhauen und nicht so, weil das tut weh, wenn es daneben haust. So, und genau, du hast das jetzt eh gesehen, jetzt hier beginnt das Ganze dann richtig schön aufzumachen, also wie es sein soll. Ich habe es ja noch nicht nachgeschliffen, es ist ja recht stumpf, aber das ist ganz einfach so. Ich finde, das ist so ein richtiges Sparlholzmacher-Hackel. Ich übersetze, ein Spänemachbeil. Genau für das ist es da. Und das funktioniert natürlich auch. Ich habe jetzt hier Buchenscheite. Also das passt einmal alles. Ich bin da. So, soweit ist einmal fast noch gar nichts. Und dann, boom, boom, dann geht's auf. So, das passt einmal gut. Das taugt einmal. Schauen wir weiter. Ja, warum sudert ich jetzt herum und bin irgendwie ein bisschen unzufrieden damit? Weil es einfach so sauschwer ist. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere sagen, Reini, ja, der letzte Feuerstahl deines Lebens, der ist auch schwer und den verkaufst du sogar und den hast auch immer mit. Warum willst du dann nicht den schweren Ochsenkopf mitnehmen? Ha? Beschwerst dich. Weil es dafür bessere Alternativen gibt. Also wenn das Teil einfach daheim bleibt, in der Werkstatt, im Holzlager oder was auch immer, dann ist es wurscht, wie schwer es ist. Und zum Arbeiten ist es auch wirklich top. Ich finde den Griff sehr angenehm, es ist alles sehr, sehr wertig und gut verarbeitet, wie man das ganz einfach von Ochsenkopf kennen. Ich muss dazu sagen, dass das, da steht drauf, made in Taiwan. Also, oder habe ich mich da jetzt verschaut? Ja, made in Taiwan. Also, ist auch nicht mehr deutsche Qualitätsarbeit, aber qualitätsgesichert. Und also das ist das, was ich damit meine. Ja? Aber es ist super, auch wenn es aus Taiwan kommt. Das ist gut verarbeitet, da gibt es überhaupt nichts. Aber ich werde mit denen einfach nicht warm. Einfach grundsätzlich nichts. Mir ist das lieber, wenn da so ein Holzstiel durchgeht. Natürlich, das hält ewig.
Mit diesem Teil hier hast du ganz einfach den ganz großen Vorteil, da kann nichts hin werden. Das wird wahrscheinlich, sofern es kein Materialfehler ist, nicht brechen. Es kann nicht vermodern. Das ist super. Aber dafür ist es halt schwer. Und ich glaube auch, dass es dafür gemacht ist, um es daheim zu halten und nicht unbedingt in der Gegend herumzutragen. Wenn du als Bushcrafter bist und vielleicht nur einen kleinen Weg hast zum Bushcraft-Lager, dann soll es auch okay sein. Ich werde einfach nicht warm damit. Und aus. Und daher heißt das nicht, dass es schlecht ist. Nein, bitte, überhaupt. Das ist kein Failed Product. Das würde ich dazu sagen. Das ist kein Failed Product. Ich gebe da unten den Link auf Amazon. Schau dir das ganz einfach an. Aber mein Teil ist es ganz einfach nicht. So. Willst du es haben? Willst du es haben? Dann hast du die Chance, das zu bekommen. Geh auf meine Facebook-Seite, wenn du Facebook-Nutzer bist. Wenn nicht, tut mir leid. Es geht leider nur mit Facebook. Dort gibt es einen eigenen Post, den verlinke ich dir. Und dort schreibst du mir bitte einen Kommentar. Und dann wird Ende April, also bis zum 31. April, wird die 2019, findet die Verlosung statt. Und wenn du jetzt sagst, aber es ist August 2019, es gibt dort immer wieder Verlosungen, schau einfach auf die Seite, dort sind immer die aktuellen Gewinnspiele drauf, also andere Autoausrüstung, also es lohnt sich so oder so, egal wann du dieses Video siehst. Ja? Und da kannst du genau dieses ganz Stahlbeil gewinnen, wenn du magst. Also, Kommentar schreiben auf Facebook einen Kommentar schreiben. Wenn du magst, kannst du auch meine Facebook-Seite liken, da würde ich mich natürlich freuen. Und dann nimmst du automatisch am Gewinnspiel teil. Das war's. Hast du solche Beile? Hast du vielleicht genau das? Was ist dein Einsatzgebiet? Wie siehst du das? Erzähl uns ganz einfach was. Das würde mich interessieren. Ist für dich diese Hammerfunktion, die da hinten gegeben ist, wichtig? Ist dir das Gewicht egal? Erzähl uns einfach was. Alles hat Vor- und Nachteile. Daumen nach oben oder nach unten. Schreib mir bitte einen Kommentar, wie du das siehst. Ja. Abo, Glocke drücken nicht vergessen. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Link zum Gewinnspiel auf Facebook auch unten. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.